Herzlich willkommen nochmal. Danke für eure Geduld bei diesen ganzen technischen Themen. Ich freue mich sehr auf den Abend mit euch. Es geht heute um das Thema natürlich Putzen, was sich jetzt vielleicht erstmal gar nicht so spektakulär anhört, aber es ist eigentlich ein Thema, wo ja viel Gewicht drin liegt, wo viel, viel bewegt werden sollte, noch viel, viel mehr bewegt werden könnte, und wo wir ja viel zu wenig vielleicht auch unser Augenmerk drauflegen. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, ob du schon ja ganz viel recherchiert hast in diese Richtung. Bei mir, ja, ist es jetzt schon ein paar Jahre her. Ich erzähle später noch ein bisschen, wie das bei mir alles angefangen hat. Aber es war wirklich ein Prozess und das ist nicht von heute auf morgen entstanden. Und ich hoffe, wenn du vielleicht noch nicht an diesem Punkt bist, dass du sagst, hey, mein Haushalt ist wirklich total natürlich ausgestattet mit wirklich sehr vielen natürlichen Reinigern, dass ich vielleicht ja ein bisschen deine Gedankenwelt heute auf den Kopf stellen darf, dass du offen bist für neue Ansichten und vielleicht das ein oder andere heute noch mal neu für dich entdecken kannst. Das ist so mein großes Anliegen hinter dem ja hinter diesem Call. Genau, fühl dich auf jeden Fall herzlich willkommen, mach es dir bequem. Wir werden am Ende immer noch mal eine Austauschrunde haben, die wird aber nicht hier auf der Aufzeichnung sein. Genau. Ja, für alle von euch, die mich nicht kennen, mein Name ist Sarah. Ich ja, bin Mutter, ich bin Ehefrau und ich liebe es, über dieses Thema zu sprechen, mit anderen Menschen zu schauen, wie können wir ja die Gesundheit einfach verbessern, wo können wir noch ein bisschen mehr rausholen. Aber vor allem mag ich einfach ja über ätherische Öle sprechen und ich liebe es, ja, diese Selbstwirksamkeit, die ich selber erlebe durch ätherische Öle, wenn ich die weitergeben darf. Okay, mein Ton war jetzt einmal aus. Habt ihr meine Vorstellung noch gehört? Okay. Also das Ganze hier ist wirklich ein Herzensthema für mich, weil ich einfach gerne, ja, euch etwas an die Hand geben möchte und hoffe einfach, dass es ja euch und eure Familien einfach bereichern darf. Heute Abend, wie ihr hier ja schon auf der Folie seht, geht es einfach darum, dass wir ja, einmal über das Thema Schadstoffe generell sprechen, dass man sie so ein bisschen erkennt, aber auch welche Risikofaktoren sie bieten oder mit sich bringen und dann natürlich auch, welche natürlichen Alternativen Young Living bietet. Ihr seht hier schon im Hintergrund einige Produkte und um die wird es heute ein wenig gehen. Ja, Gesundheit beginnt zu Hause. Ich mag diesen Satz total. Als ich so ein bisschen in das Thema einstieg und das vertieft habe, war für mich irgendwann das so ein Aha-Moment zu wissen, wenn ein Baby auf die Welt kommt, dass es quasi als Geburtsgeschenk von der Mutter das Immunsystem mitbekommt. Das passiert ganz automatisch durch einen ganz normalen Geburtsprozess. Und da ist vielleicht schon der erste Haken. Wenn kein normaler Geburtsprozess ja stattgefunden hat, dann kann es natürlich auch sein, dass da eben nicht dieses Immunsystem weitergegeben werden konnte. Und dieses Immunsystem ist einfach unglaublich wichtig. Das wissen wir alle. In den letzten Jahren haben wir viel darüber gehört. Und da ist es einfach wichtig, egal ob im Babyalter oder auch als Erwachsener, mit allem, womit wir in Berührung kommen, das hat Einfluss auf unseren Körper, auf unser Immunsystem. Und wenn wir kein gutes Immunsystem haben, dann hat das einfach gewisse Folgen. Und das hat natürlich ganz zwangsläufig mit allen Produkten zu tun, mit denen wir in unseren vier Wänden reinigen wollen. Ja, im schlimmsten Fall ist es eben so, dass unsere Haut ja das Ganze gar nicht verkraftet. Es kommt zu Reaktionen wie Allergien zum Beispiel. Es kann aber auch organische Probleme verursachen. Da gehe ich später noch mal ein bisschen drauf ein. Aber im besten Fall, wenn es einfach gute Produkte sind, haben sie keinen Einfluss oder sogar einen positiven Einfluss auf unsere Gesundheit. Ich selber habe eine Hauterkrankung und weiß noch genau, dass ich immer versucht habe, Produkte zu finden, die meine Haut nicht schlechter machen, sondern die wirklich auch gut tun. Und das war wirklich sehr frustrierend. Also
Ich weiß nicht, wie es euch geht, gerade wenn ich Putzmittel genutzt habe. Ich brauchte wirklich sehr, sehr dicke Handschuhe. Wenn ich das nicht gemacht habe, war meine Haut wirklich kaputt danach. Also sie war sehr trocken. Im schlimmsten Fall ist sie sogar aufgegangen. Genau, da möchte ich gar nicht so groß ins Detail gehen, aber es war wirklich nicht schön. Ich fand auch jedes Mal, wenn ich mit herkömmlichen Putzmitteln geputzt habe, musste ich das Fenster sperrangelweit aufmachen, weil ich kaum Luft bekommen habe, weil sich das immer so sehr auf die Atemwege gelegt hat bei mir. Das war wirklich, ja, nicht so schön. Und dann gab es vor, ja, ich glaube, es sind jetzt schon 8 Jahre her, gab es eine Doku im Fernsehen. Ich weiß nicht, wie ich darüber gestolpert bin, kann ich euch nicht mehr erzählen, das ist schon zu lange her. Aber dort wurde von einer App erzählt, die sich damit auseinandersetzte, dass man eben Produkte scannen kann über, ja, seine Handykamera, die einfach auf den QR-Code, nee, nicht QR-Code, Entschuldigung, auf den Scan-Code des Produktes zu halten. Und dann hat die App eben ausgespuckt, welche Inhalte denn da drin stecken. Und ich fand es grandios, denn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bis heute, das, was auf den Produkten hinten draufsteht, dafür, ja, also da brauchst du ja ein eigenes Lexikon für. Und ich bin keine Chemikerin, das habe ich nicht gelernt. Das, ja, ich weiß nicht, was immer dahinter steckt. Und ich war so dankbar, dass es eben diese App gibt, dass ich einfach mal weiß, okay, was versteckt sich hinter all diesen komischen Bezeichnungen? Und viele Produkte, also viele Bezeichnungen, ja, ergeben sich einfach nicht. Und das war wirklich, ja, eine tolle Erleichterung. Und ich habe mir noch während dieser Dokumentation die App runtergeladen, bin anschließend in mein Badezimmer gegangen und habe angefangen, die ersten Produkte zu scannen. Und ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, ich war wirklich frustriert. Also ich habe gedacht, damals schon, ne, aufgrund meiner Hauterkrankung, wir hatten damals auch schon unseren Sohn und ich dachte wirklich, ich hätte darauf geachtet, recht gute Produkte in unsere vier Wände zu holen. Musste allerdings feststellen, dass ich Sachen gekauft hatte, die problematisch für die Haut waren, also die Hautbarriere schädigen. Ich hatte Sachen, die Atemwege schädigen können, bis dahingehend, dass manche Produkte sogar krebserregend waren. Das hat mich wirklich sehr, sehr schockiert. Und etwas, was mir mit den Jahren immer mehr bewusst wurde, war einfach, dass ich, und das möchte ich dir einfach auch zusprechen, dass wir Türsteher sind für unser Zuhause. Weil wir in der Hand haben, was lassen wir rein. Wir entscheiden, welche Produkte holen wir rein, welches Produkt kaufen wir. Deswegen habe ich euch hier ein wunderschönes Bild mit einer großen Einkaufstasche gemacht. Welche Produkte kommen da rein, wenn wir einkaufen? Und ich mache natürlich keine Schleichwerbung, ich kriege da kein Geld für, das sage ich immer gerne. Ich habe damals mir die App CodeCheck runtergeladen. Die kann ich euch wirklich auch sehr empfehlen. Die haben natürlich mittlerweile, weil es sie ja schon viele Jahre gibt, einige Features eingestellt. Aber es ist immer noch sehr hilfreich, um zu sehen, sind da bedenkliche Stoffe drin oder sind da ja unbedenkliche Stoffe. Und das finde ich einfach sehr, sehr hilfreich, wenn man wie ich als Mama keine Ahnung hat, was in diesen Produkten drin steckt. Ja, wir haben da einfach einen Hebel, wo wir entscheiden können, was bringen wir eben mit, was geht über diese Türschwelle und dürfen da auch wirklich diese Verantwortung übernehmen und diesen Schritt wagen, mal zu schauen, welche Produkte habe ich schon reingeholt, aber auch, welche Produkte möchte ich nicht mehr reinholen und welche Alternativen kann ich finden dafür. Ja. Es ist einfach so, dass alles in unserer Welt schnell sein soll. Es soll alles billig sein und wir wollen gerne sparen und die Industrie möchte natürlich auch sparen. Und das ist ein Kreislauf, der natürlich ja zu Folgen führt. Wir können natürlich nicht günstig einkaufen. Die Industrie möchte natürlich auch Gewinn haben, wenn sie Produkte herstellt. Das heißt, zwangsläufig ist es so, dass etwas auf der Strecke bleibt. Was genau das ist natürlich bei jeder Firma vielleicht etwas anderes, aber das ist nun mal so, wenn wir sehr, sehr günstig einkaufen möchten. Und dazu kommt einfach, Entschuldigung, dazu kommt, dass die Natur
Auf die gibt es kein Patent. Die Natur ist nicht berechenbar. Wir haben Umwelteinflüsse. Da gibt es einfach Faktoren, die sich nicht so gut berechnen, oder auf die man nicht so gut einwirken kann, wie man eben auf, ja, synthetische und chemische Bestandteile, ja, zurückgreifen kann, die einfach immer verfügbar sind und nicht, ja, abhängig von einem Ertrag einer Ernte zum Beispiel sind. Das ist natürlich kostengünstiger. Ja, ich möchte euch gerne von einer Studie erzählen. Die ist schon ein bisschen älter, die findet ihr auch ohne Probleme im Internet. Und zwar hat Greenpeace eine Studie gemacht. In einem anerkannten Labor in den Niederlanden haben sie 69 Blutproben untersucht. Sie haben 42 Mutterblutproben genommen und 27 Nabelschnurblutproben. Und die Proben stammen von niederländischen Schwangeren und wurden dort eben am Universitätsklinikum in Groningen genommen. Und sie haben anschließend dieses Blutserum auf bestimmte Schadstoffgruppen getestet. Die lese ich euch jetzt einmal vor, weil das sind Worte, die kann man sich gar nicht gut auswendig merken. Wir haben da einmal die Alkylphenole. Das sind Sachen wie Industriewaschmittel, aber auch in der Papierproduktion wird das genutzt. Wir haben natürlich die künstlichen Moschusverbindungen, die wir mittlerweile leider in fast allen Produkten finden, wie Parfüm, in der Seife, in der Creme, im Waschmittel, im Deo. Was wirklich, wirklich schlimm ist, weil das keine gesunden Dinge sind. Also die haben wirklich Einfluss auf unseren Körper. Bisphenol A natürlich, Innenbeschichtungen aus Dosen, bromierte Flammschutzmittel wie ja, Fernseher, Computer und sowas, da ist das enthalten. Organochlorpestizide wie DDT, was zur Schädlingsbekämpfung einmal zugelassen war vor vielen, vielen, vielen Jahren und schon lange, lange verboten ist. Perforierende Verbindungen. Die werden eben genutzt für Gore-Tex-Kleidung, Teflon-Beschichtungen, aber auch, was wir ja gerade so aus der Fast-Food-Industrie oder auch vom Backpapier kennen, ist diese schöne Beschichtung auf dem Papier. Ja, und dann geht es natürlich noch weiter bis ne, die Weichmacher, Phthalate, die in Kosmetik, in PVC, Duschvorhängen, Farben, Böden, also das ist wirklich in so vielen Produkten drin. Und zum Schluss haben sie noch nach Triclosan geforscht. Das wird vor allem benutzt, um Bakterien zu hemmen in Zahnpasta, Kosmetik generell, aber auch in Spielzeug, Seifen und natürlich Reinigungsmittel. Ja, und jetzt ahnst du es wahrscheinlich auch schon, es wurde überall alles gefunden in unfassbaren Mengen, was sehr, sehr schockierend ist. Also alle Stoffe wurden sowohl im Blut der Mutter als auch im Nabelschnurblut des Kindes nachgewiesen. Also nicht des Kindes, Entschuldigung, denn das ist ein Nabelschnurblut. Das zeigt, dass die Chemikalien auch wirklich die Plazentaschranke überwinden. Da ist kein Schutz oder sowas in der Art. Und richtig krass verbreitet, das habe ich ja eben schon angedeutet, waren diese Moschusverbindungen, Weichmacher und perforierende Chemikalien. Aber auch, und das finde ich wirklich dramatisch, wenn das andere nicht schon dramatisch genug wäre, dass sehr viel DDT gefunden wurde. Ja, eine weitere Studie, auf die ich noch kurz eingehen möchte, ist die, wie viel Mikroplastik wir ungefähr zu uns nehmen. Das fand ich sehr schockierend, da haben mir die Ohren geschlackert, denn niemand von uns würde sich vorstellen, dass er pro Woche eine Kreditkarte isst. Wird keiner machen. Aber dadurch, dass so viel Mikroplastik in unserer Umwelt mittlerweile ja verbreitet ist, haben wir kaum noch eine Chance, dem zu entgehen. Also wir nehmen wirklich im Schnitt pro Woche eine Kreditkarte Plastik zu uns. Es gibt eine Universität in Newcastle in Australien, die haben Studien gemacht und haben festgestellt, dass im Durchschnitt 2000 Plastikteile, ja, die wir eben pro Woche zu uns nehmen. Und das ist ungefähr eine Kreditkarte. Und das nehmen wir auf über unsere Ernährung, wir nehmen es auf über unser Wasser, über unsere Atmung, über, ja, Kosmetik, also über viele, viele, viele Wege. Selbst im Honig haben sie es gefunden, in Muscheln natürlich, im Mineralwasser haben sie das nachweisen können. Aber, und das finde ich wirklich am prekärsten, die Situation, weil das bisher noch nicht war,
Und zwar haben sie Studien gemacht und haben ein Dutzend Plastikpartikel gefunden in ungefähr 4% der Plazenta, die sie analysiert haben. Also sie haben mehrere analysiert. Wie viele konnte ich jetzt in der Studie nicht herausfinden, aber sie haben eben in 4% der Plazenta ein Dutzend, also 12 Plastikteile gefunden. War bisher noch nicht so. Und man kann so schwer sagen, was das langfristig einmal für den Fötus bedeutet, aber vor allem, ja, wo bleibt das Ganze? Das lagert sich in unserem Körper an. Es sind vor allem blaue, rote, orange und rosane Partikel, die sie gefunden haben, die viel aus Verpackungen natürlich stammen, und auch aus Kosmetikprodukten. Genau, wenn euch das noch näher interessiert, welche Studien das waren, kann ich euch das gerne auch nochmal im Nachhinein mit runterstellen unter das Video. Ja, und das sind einfach diese obligatorischen Risiken, die ich euch gerne hier mal aufzeigen wollte. Nicht um euch zu schockieren, aber um euch einfach sensibel zu machen, dass das nicht einfach etwas ist, was ja irgendjemand jetzt mal kurz bemäkelt, sondern dass das wirklich etwas ist, was uns alle angeht, wo wir uns nicht entziehen können, wenn wir nicht aufmerksam sind und schauen, was wir in unser Haus holen. Gerade bei Mikroplastik ist es schwierig, weil man so wenig darüber weiß. Was man aber weiß, ist, dass es Schadstoffe bindet. Das heißt, wenn wir Mikroplastik in unserem Körper ablagern, dann sammeln sich dort auch die Schadstoffe. Und das kann natürlich auf lange Sicht einfach sehr problematisch werden, wenn diese Giftstoffe immer weiter abgegeben werden an den Körper. Das kann natürlich zu Atemproblemen führen, Entzündungsreaktionen, chronische Erkrankungen, aber auch Probleme mit der Verdauung und natürlich auch hormonelle Störungen. Ja, und dann haben wir natürlich noch auf der anderen Seite die Industriechemikalien, die, wie wir jetzt ja bei den Studien ganz klar geschildert bekommen haben, nicht Halt machen vor unserer Haut. Also unsere Haut ist kein Schutzschild, der uns vor diesen Chemikalien schützen kann. Ganz im Gegenteil, man kann die Haut eher wie einen Schwamm sehen, der das Ganze einfach durchlässt. Und da haben wir natürlich Sachen, ne, die krebserregend sein können. Wir haben Neurotoxine, wir haben natürlich ja auch da wieder reproduktive Schäden, die entstehen können. Das heißt, dass der Fötus da einfach schon Probleme bekommt, dass es später einfach zu ja unerfülltem Kinderwunsch kommen kann. Wir haben natürlich hormonelle Störungen, Atemwegserkrankungen, Hautreizungen, Allergien, Leber- und Nierenschäden. Also die Liste ist damit auch noch nicht beendet. Aber ich denke, dass es sehr eindringlich ist, was passieren kann. Ja, und jetzt, wo du weißt, dass diese Schadstoffe genutzt werden, dass sie auch legal genutzt werden, und um die Risiken weißt, ja, möchte ich dir einfach die Frage stellen, was darf in dein Zuhause rein? Ich möchte dir kurz ein paar Produkte vorstellen. Dieses Produkt ist eins, was ich selber damals, als ich in mein Bad ging, gecheckt habe mit dieser CodeCheck-App. Ich habe super empfindliche Zähne, was auch mit meiner Hauterkrankung zu tun hat, und dachte, weil mein ja damaliger Zahnarzt mir mal empfohlen hatte, dass das super, super hilfreich sein könnte, dass ich das doch bitte nutzen soll. Und ich war sehr schockiert, weil ich gedacht habe, das kann doch nicht sein. Auf der einen Seite gibt es Hinweise, also natürlich im Tierversuch, keiner möchte das langfristig in einem Menschenversuch machen, aber da gab es einfach eine Tumorbildung, was ich sehr prekär finde. Aber eben auch Störungen der Darmflora. Und wir wissen ja mittlerweile, dass ja 70 bis 90% unseres Immunsystems im Darm sitzt. Also ist das etwas, das ich nicht in meiner Zahnpasta haben möchte. Denn auch wenn uns das gerne erzählt wird, wir spucken die Zahnpasta aus, das sind Schleimhäute, die wir da im Mund haben. Und die nehmen alles auf. Wie ähnlich wie unsere Haut saugen sie das auf und geben das an den Körper weiter. Das ist nicht einfach nur kurz genutzt und ausgespuckt. Das funktioniert leider nicht so. Auch wenn das vielleicht der Wunsch wäre, aber unser Körper ist leider so, dass das direkt aufgenommen wird. Und dann möchte ich diese Stoffe einfach nicht haben. Einen Moment.
Ja, das nächste Produkt ist einmal ein Waschmittel, was ich euch rausgesucht habe. Da sieht das Design auch wieder ein bisschen anders aus. Das liegt daran, dass ich die App über den Bildschirm, also über die Desktop-Variante mal angeschaut habe. Da bekommt man auch sehr toll Informationen, welche Stoffe eben drin sind. Und hier seht ihr zum Beispiel, dass dort Palmfett drin ist, aber eben auch Stoffe, die die Hautbarriere wieder stören. Was natürlich für ein Waschmittel nicht so der Hit ist, denn die Kleidung hat immer Rückstände vom Waschmittel. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Das lässt sich eben nicht komplett rauswaschen und wir haben das eben auf unserer Haut. Und spätestens, allerspätestens, wenn wir anfangen zu schwitzen, dann nimmt unser Körper das alles wieder auf. Ja, dann haben wir hier ein typisches Spülmittel, was ich auch früher sehr, sehr häufig genutzt habe, wo wir wieder Mikroplastik drin haben, wo wir auch wieder das Thema mit der Hautreizung haben. Und gerade bei Spülmitteln, ja, ist das natürlich nicht so vorteilhaft. Ja, und dann haben wir hier eins, und da möchte ich so ein bisschen auf das Thema Greenwashing noch kurz eingehen. Ich weiß nicht, ob du den Begriff schon kennst. Greenwashing ist etwas, wo ein Produkt sehr, sehr sauber, sehr sicher dargestellt wird, es aber in Wirklichkeit nicht ist. Ich finde, diese Verpackung dieses Waschmittels lässt so ein bisschen darauf schließen, dass es sehr natürlich ist. Und ja, das ist es leider nicht, denn da versteckt sich ganz schön viel Plastik drin. Es wird gesagt, dass es sich sehr, sehr gut abbauen lässt, aber Studien zeigen mittlerweile, dass es nicht so ist. Ganz im Gegenteil, dass es die Umwelt sehr, sehr belastet und auch wieder die Hautbarriere schwächt. Ja, dann kommen wir noch zu dem kurzen Thema Duftstoffe. Ja, ich bin ein großer Fan von ätherischen Ölen, da reden wir aber von natürlichen Stoffen. Hier möchte ich kurz auf das Thema synthetische Duftstoffe eingehen, denn die sind einfach künstlich im Labor hergestellt. Und die können einfach problematisch für unseren Körper sein, weil sie sehr, sehr intensiv sind. Da kann es einfach zu Kontaktallergien kommen, zu Ausschlägen, es kann zu Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, aber auch Atemproblemen bis hin zu Krebs. Und auch da wieder Reproduktionstoxizität ist dort ja leider mit in der Liste der Folgen, die entstehen können. Natürlich ist es auch so, dass man auf natürliche Stoffe allergisch reagieren kann. Das muss man natürlich im Vorhinein gut wissen, wenn man ja Allergiker ist, sollte man da natürlich vorsichtig sein. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass du sehr harmlose Düfte nutzen kannst, die dem Körper nicht schaden. Ja, dann habe ich noch drei Themen für dich. Einmal das Mikrobiom, das Immunsystem und die Bioakkumulation. Das Mikrobiom habe ich ganz am Anfang ja schon mal angesprochen. Da geht es quasi um das Immunsystem. Also es ist so ein bisschen beides. Wenn ein Kind geboren wird, bekommt es das Immunsystem der Mutter. Das entsteht dadurch, dass die Bakterienflora, eben dieses Mikrobiom, sich im Geburtskanal auf den ganzen Körper des Babys setzt, auf die Atemwege, in die Mundschleimhaut. Und das hört sich jetzt vielleicht nicht ganz so appetitlich an, ist aber wirklich ein perfekt ausgeklügeltes System, dass unser Baby, wenn es auf die Welt kommt, einfach geschützt ist. Wenn allerdings so, ja, dieser normale Vorgang einer Geburt nicht stattfinden kann oder auch die Mutter kein eigenes gutes Mikrobiom hat, dann wird es natürlich für ein Kind sehr schwierig, ein gutes Mikrobiom aufzubauen und der Körper versucht sich von überall so ein bisschen was zu holen. Und dann kann es für das Immunsystem einfach schwierig sein. Wenn wir dann Reinigungsmittel haben, die auf unsere Haut kommen und unser Mikrobiom ist einfach nicht in der Lage, ja, damit klarzukommen, wenn zum Beispiel eine Hautbarriere geschädigt wird, wenn da ein Stoff drin ist, dann ist unsere Haut eben sehr anfällig. Dann können eben Krankheiten entstehen, dann ja, können andere Dinge durchkommen, und es wird einfach ja ein Problem geben.
Der letzte Punkt, die Bioakkumulation ist ein Part, da möchte ich wirklich, dass du dir dieses Wort gut merkst, einmal weil es ein Zungenbrecher ist, aber vor allem, weil das etwas ist, was hier in Europa leider nicht berücksichtigt wird. Wir haben in allen Produkten, und vielleicht geht es dir auch gerade, während ich das erzähle, so, dass du sagst, hey, wir haben aber doch Grenzwerte. Wir haben doch Vorgaben, wie viel wovon in welchem Produkt drin sein darf. Und ja, das haben wir. Und das ist auch wunderbar, dass es da Grenzen gibt. Aber was ist, wenn du ein Produkt nutzt, was den gleichen Stoff hat, der begrenzt ist, und ein weiteres Produkt mit dem gleichen Stoff aufträgst? Da passt keiner für dich auf. Und das ist ein Problem. Das nennt sich Bioakkumulation, wenn du von mehreren Stoffen einfach so viel aufnimmst. Keiner von uns hat wirklich die Grenzwerte im Kopf, wie viel ich jetzt wovon auftragen darf. Es gibt eine Studie, die sagt, dass Frauen noch vor dem Frühstück 500 verschiedene Schadstoffe, also mit denen in Berührung kommen. 500. Und da regelt keiner. Okay, wenn sie jetzt das nimmt, dann darf sie das jetzt nicht mehr nehmen. Es steht kein Chemiker in meinem Badezimmer, der mir das erklärt. Und das ist diese Gefahr dieser Bioakkumulation, dass wir einfach von den Stoffen durch die verschiedenen Produkte, die wir nutzen, einen viel zu hohen Wert bekommen, der dann einfach ungesund für uns ist. Ja, ich glaube daran, dass meine Familie und ich wirklich etwas Besseres als billige Industriechemikalien verdient haben. Und ich glaube auch, dass deine Familie etwas Besseres verdient hat. Und ich träume wirklich davon, dass mein Kind keine von all diesen Problemen jemals bekommt, dass keine Frau mehr dicke, fette Handschuhe anziehen muss, dass sie Fenster aufreißen muss, damit sie Luft bekommt beim Putzen. Dass wir keine Sorgen uns machen müssen, wenn unsere Babys oder auch Vierbeiner über den Fußboden laufen, den wir gerade gewischt haben. Das ist wirklich ein großer Traum von mir, dass das einmal Wirklichkeit wird. Wir tragen da einfach eine Verantwortung, weil wir meistens diejenigen sind, die auch die Dinge einkaufen. Und ja, wir tragen die Verantwortung für unsere Liebsten, für uns selbst, auch für die Umwelt. Und jede Kaufentscheidung, die du triffst, ja, die ist eine Chance. Eine Chance, Schadstoffe aus deinem Haus zu verbannen, andere reinzuholen, die dir guttun können. Und ja, ich möchte so ein bisschen eine kleine Revolution mit diesem Video starten, dass du und ich, alle, die wir hier sind, einfach ja, gemeinsam diese Macht nutzen, die wir haben, mit dieser Entscheidung, die wir treffen können, dass wir einfach gesünder sein wollen in unserem Zuhause. Und da kommen auch schon die Produkte von Young Living ins Spiel, die einfach auf sehr, sehr natürlicher Basis sind. So, jetzt hoffe ich, dass der Laptop hier mitmacht, weil ich schon merke, dass alles etwas verlangsamt ist. Sollte das Video jetzt gleich nicht gut funktionieren, dann sagt mir gerne Bescheid, dann stoppe ich das sofort. So, Gemini, Matt, do not want children. Children ruin things, right? So now we have seven children, and we love kids. My name is Susie, and I live in Bath, England. As a family, we do really enjoy being together. This house is always full of people. In a busy household, we make do. So we use these for bathrooms, for the kitchen, for the bedrooms, and all surfaces in our house. With nine people in our family, I don't do all the cooking. Seven children, 7 days in the week. So if it's your day in the kitchen, you're responsible for meal prep and serving the meal and cleaning up the meal. As a family, we want to live our life to the max. And to do that, we need healthy bodies with these products.
One thing I love about them is knowing they are plant mineral based. They have no harsh chemicals or irritants. Using food has brought such peace to me, and that's easy to do with Young Living products because we use them every single day and they work. Ja, die Thieves-Linie beruht eben auf diesem einen Öl, das Thieves-Öl. Und zwar ist dieses Öl entstanden aus einer wirklich spannenden Legende, wie ich finde. Und zwar war es ja eine Recherche, die der Gründer von Young Living gemacht hat und ist eben auf diese Legende gestoßen, dass eine Diebesbande von, ich glaube, es waren vier, man vermutet Apotheker, die im 15. Jahrhundert sich mit einer Gewürzmischung eingeschmiert hat. Da soll Gewürznelke dabei sein, Rosmarin unter anderem, und haben in dieser Zeit Pestkranke ausgeraubt und haben sich selbst aber nicht angesteckt. Und ja, auf diesem Öl beruht quasi die komplette Reinigungslinie, die Young Living gemacht hat. Ich habe euch hier mal ein paar Produkte mitgebracht, von der Seife, dem Handreiniger, das Waschmittel, Spülmittel. Wir haben einen Haushaltsreiniger, auf den ich gleich noch ein bisschen eingehen werde. Wir haben Zahnpasta, Mundwasser, natürlich die Ölemischung. Wir haben auch ein schönes Reinigungsspray. Es gibt einen Obst- und Gemüsereiniger mittlerweile. Wir haben auch eine Schrubbpaste, Entschuldigung. Und man kann mit ja, wenigen Produkten einfach ganz, ganz viel selber herstellen, ohne ein großes Arsenal an Reinigungsprodukten zu haben. So, ich habe dir hier nochmal zwei tolle Versuche mitgebracht. Auf der linken Seite ein Versuch von einer Freundin, die einfach nur das Thieves-Öl auf eine Toastbrotscheibe in der Mitte getropft hat. Das seht ihr auf dem linken Bild, auf dem linken Toast so. Und das rechte Toast hat sie in der Mitte mit Schimmelecks beträufelt. Und ich finde es ganz spannend. Sie hat es einfach liegen lassen, eingeschweißt und abgewartet, was passiert. Ich finde, das Bild spricht einfach für sich. Und sehr ähnlich ist diese kleine, ja, dieser kleine Versuch in der Petrischale, den ein paar Studenten in den USA mal gemacht haben, wo sie einfach verschiedene Produkte getestet haben, wie die eben auf Keime reagieren. Und ich finde, auch da sieht man sehr gut das Thieves-Öl ganz oben links, welche Wirkung es hat, und ganz unten links den Haushaltsreiniger auf der Thieves-Basis. Ja, und dann bietet Young Living natürlich für alle, die sagen, hey, ich möchte meinen Haushalt wirklich von heute auf morgen umstellen, ein wirklich tolles Set. Das ist das Starter-Set, das Thieves-Starter-Set sozusagen. Da hast du von allem etwas dabei, um direkt einfach ganz viel austauschen zu können. Du siehst den Preis hier und es ist wirklich, ja, wirklich geschenkt für den Wert, den es insgesamt hat. Du hast da wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wenn du allerdings jetzt sagst, hey, ich möchte gar nicht so groß einsteigen, ich möchte erstmal klein anfangen, dann ist zum Beispiel der Haushaltsreiniger wirklich grandios, weil er einfach für so, so viele Bereiche einsetzbar ist. Deswegen habe ich dir hier mal ein Bild mitgebracht, dass du so ein bisschen erahnen kannst, für wie viel, ja, Einsatzbereiche er eigentlich da ist, vom Allzweckreiniger bis hin zum WC, der Dusche, den Wänden, den Böden, Stoffe, Teppiche, Fenster, also es ist wirklich so, so viel damit möglich und du hast nur einen Reiniger zu Hause. Ich habe dir hier nochmal eine Folie aufgeführt, damit du links siehst, alle Produkte sind immer als Konzentrat hergestellt bei Young Living, damit sie einfach lange halten, dass sie einfach viel Power haben. Und da siehst du einmal aufgeführt, ja, wie viele Flaschen du mit einer Reinigungsflasche herstellen könntest. Ich finde, das ist ein unfassbares ja, Arsenal an Putzflaschen und auch ein wirklich krasser Preis, wenn man es dann runterrechnet. Natürlich ist die Anschaffung etwas höher, aber du kannst es dir natürlich verlängern. Und je nachdem, eben in welcher Intensität du deine Reinigungskraft brauchst,
packst du natürlich mehr rein oder eben weniger. Wir haben zurzeit bei Young Living das Angebot, dass du zwei von diesen Reinigern für 20% kaufen kannst und einen für 10%. Ich finde, das ist ein super Angebot, wenn du sagst, hey, ich möchte total gerne starten und möchte schauen, ja, wie ich das für mich nutzen kann, dann ist das natürlich jetzt gerade eine grandiose Zeit, damit anzufangen, weil es einfach im Angebot ist. Ja, ich finde einfach ein natürliches und sicheres Zuhause ist wirklich kein Zufall, sondern ja das Ergebnis von deiner bewussten Entscheidung und auch einer stetigen Bemühung, das aufrechtzuerhalten. Und jedes Mal, wenn wir uns für ja natürliche und sichere Produkte entscheiden, ist es ein Ja für das Wohlergehen deiner Familie und auch ein Ja für deine Gesundheit. Und genau deshalb ist nach diesem Call auch noch nicht das Ende. Wir starten nämlich in unserer Community eine wunderbare, ja, Art Putz-Challenge, könnte man sagen. Wir wollen einfach natürlicher zusammen putzen und wir wollen dich einladen, dass du ganz praktisch das miterleben kannst. Du bekommst ganz viel Motivation, du bekommst Rezepte, du bekommst Ideen und kannst quasi in deinen Frühjahrsputz starten und weißt, hey, da sind noch ganz viele andere, die mitmachen, die quasi mitleiden, wenn du nicht so gerne putzt. Ich stelle hier auf jeden Fall nachher noch den Link für die Gruppe mit rein, dass du da gerne reinhüpfen kannst. Alles, was du dafür brauchst, ist eben der Haushaltsreiniger. Du brauchst eine Glasflasche, wo mindestens 500 Milliliter Flüssigkeit reinpasst. Natron, Zitronensäure und Essig. Das sind quasi die kleinen Helferlein, die wir noch dazu tun, damit wir den Haushaltsreiniger so anpassen können, dass er wirklich perfekt ist, vom Fenster bis zum Backofen. Oder auch dem WC. Ja, und wenn du sagst, hey, ich möchte wirklich Stück für Stück meinen Haushalt umstellen, dann möchte ich dich noch ganz kurz auf das Treueprogramm aufmerksam machen, damit dir einfach nicht Geld verloren geht und du nachher sagst, Mensch, warum hat mir das keiner vorher gesagt? Young Living bietet ein sogenanntes Treueprogramm, das heißt, du entscheidest dich dafür, jeden Monat für mindestens 50 PV etwas zu bestellen. Du kannst jederzeit kündigen, es ist keine Verpflichtung, das immer weiterzuführen. Es gibt keine Mindestlaufzeit oder sowas. Du sammelst bei jedem Einkauf, den du machst, Punkte, die du dann in, ja, ich würde sagen, fast alle Produkte mittlerweile einlösen kannst, wo du dann quasi ja dir ein bisschen Punkte ansammeln kannst, um noch Produkte zu kaufen, die du gerne dazu haben möchtest. Es gibt dann auch noch ein paar Treuegeschenke, die du im Laufe der Zeit sammelst, die du dann dazu bekommst als Dankeschön dafür, dass du Treue einfach immer weiter bestellst, aber vor allem auch, dass du deinen Haushalt immer weiter umstellen kannst. Ja, wie kann ich natürlich starten? Also nochmal kurz zusammengefasst. Mit einem Thieves-Haushaltsreiniger oder auch am besten mit dem ganzen Thieves-Starter-Set. Das ist natürlich ganz dir überlassen, wie viel du ausgeben möchtest, wie du starten möchtest. Sei auf jeden Fall bei der Putz-Challenge dabei, komm in die WhatsApp-Gruppe. Ich ja, weiß, dass einige hier dabei sind, die nicht persönlich von mir eingeladen sind. Bitte sprich die Person an, die dich eingeladen hat zu dem Call heute. Und sie wird auf jeden Fall dir helfen, wie du am schnellstmöglichsten an dein Wunschprodukt kommst. Dann hüpfst du am besten direkt in die WhatsApp-Gruppe, damit du dabei bist, wenn es losgeht. Wir starten am 15. Und wenn du schon in unserer Community drin bist, dann empfehle ich dir wirklich, nutz unsere Ressourcen, komm zu den Calls, zu all dem, was wir anbieten. Ja, und jetzt sage ich Dankeschön für deine Zeit. Ich hoffe, dass es eine gute Zeit für dich war und ich hoffe, dass du viel mitnehmen konntest für dich.